Das ist die Geschichte vom Hurler. Der Hurler, das ist auf der See Felderalm, Obermaranzen. Und der Hurler, das ist ein gefürchtetes Viech. Das ist ein Geist, aber das ist ein Viechgeist. Und der schaut ganz unheimlich aus und hat Fledermausflügel. Und das hat sich folgendermaßen zugetrieben. Gesehen haben ganz die wenigsten, weil er allem so heimlich daherkommt. Er macht überhaupt kein Geräusch, wenn er daherfliegt. Verstehst? Und da hat auch ein Knecht oben auf der Seefeldalm hat er gesehen, wie er oben von der Hegerex, das ist der Berg oben, Maranzen, die Eidechse sagen die Brixner, aber das ist die Hegerex für die Maranzner, ist er dahergeflogen. Und der fliegt allem in die Rinderherden rein. Und die Rinder, die fürchten sich natürlich ganz närrisch und die stöbern leise auseinander. Die können den ganzen Tag die Viecher suchen. Das ist der Nachteil von der Hurle. Aber ein anderer, anders, was mit der Hurle passiert, ist, dass wenn der Hurle erscheint, dann geben die Kühe alle viel mehr Milch. Deswegen, wenn die Knechte und die Senner nicht bei der Stelle sein, dann müssen sie den ganzen Tag Kühe zusammentreiben. Und das ist halt eine Mordsarbeit. Nicht? Und der Hurler, der macht schon mehr so spaßige Sachen. Zum Beispiel macht er die Tieren vor die Almen auch, dass die Schafe auskommen. Oder er geht her und wenn die Leitgruppen essen sein, dann fliegt er über ihnen daher. Erst hören sie nicht und der Formel ist er da, weil es dunkel wird. Und er schaut halt ganz furchtbar aus. Nicht? Und der Hurler, der hat noch so Künstlein, er hat sich erlaubt, Kunststücke zu machen. Zum Beispiel, wenn der in einen Stall reingekommen ist, wo die Tiere offen war, dann hat er zwei oder drei Rinder auf einer Kette zusammengehängt. Und das hat leider Hurler gekannt. Und sonst kann das niemand. Und die haben alle gesagt, das kann überhaupt kein Mensch, aber der Hurler hat das gekannt. Und da auf dem Bild oben sieht man den Hurler, der hat ein furchtbares Gesicht, eine riesige Nase, voller Warzen ist er auf dem ganzen Körper und Fledermausflügel hat er, mit der er ganz geräuschlos dahin fliegt. Und Füße hat er wie ein Mensch und Hände hat er auch wie ein Mensch. Deswegen kann er ja auch Ketten zusammenbinden und seine Stickeln aufführen. Und das ist eben der Hurler von der Seefelder Alm im Maranzen.